Es ist nicht unbedingt üblich, dass sich zwei Hunde abends durchs Fernsehprogramm seppen. Auch wenn sie einen anstrengenden Tag als Falschgeldspürnasen hinter sich haben. Die Hand, gib mir die Hand! Wenn ich die Hand gebe, falle ich auf die Schnauze! Wenn nicht, fällst du auch auf die Schnauze, also mach schon, gib her! Genauso unüblich ist diese unbequeme Form der Lagebesprechung zweier Falschgeldhändler. Das ganze Elend fing abends am Hafen an. Papier bester Qualität, super Wasserzeichen, hundertprozentig Falschboss. Alter! Mist, verfluchter, meine Kisten! Wir müssen sie alle aufmachen? Klar, aber es sind nicht mehr als 10.000, 20.000 Stück. Die Alternative und diese Idee ist Gold wert. Man entführe die beiden Falschgeldschützen. Verfolgen Sie die Hunde! Hunde? Welche Hunde? Schätzchen! Ich weiß, du hast Überraschungen, aber... Nein, nein, nicht doch, nicht doch! Oh, nun ja, der Umgang mit Hunden will gelernt sein. Aber sie haben auch ihr Gutes. Ich habe das Gefühl, ihr zwei kennt euch schon. Tja, ich liebe Hunde über alles. Das macht sich bezahlt, wissen Sie? Oh, schön. Doch, das macht gar nichts, ehrlich. Wie geht das mit Delikatesse? Ich glaube, die können sie gut leiden. Wenn mich sonst ein Typ anspricht, riskiert er glatt seine Eier. Naja, ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden. Hey, dachte, die Aufnahmeprüfung, super. Ich habe sie schon zweimal gemacht. Oh, oh. Oh. Hände hoch, Polizei! Ich habe nichts mehr, weder Weib noch Wohnung. Also such den Zaster vom Boss. Ich will endlich Ergebnisse sehen. Hast du verstanden? Da fressen einem Abend um 10 die Hunde den Kühlschrank leer und es kratzt kein Schwein. Herkules und Sherlock. Die tierische Komödie mit Christopher Lambert.